Merdat, SPD und Grüne haben sich auf weitere Investitionen für den Haushalt 2017 geeinigt. Dabei habt ihr verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Was ist zum Beispiel für den Schulsektor geplant? Im Bereich Schule, wo wir ja ohnehin in den letzten Jahren mit 3,5 Milliarden Aufwuchs eine Menge gemacht haben, sollen 6,22 Millionen Euro zusätzlich für den Bereich der offenen Ganztagsbetreuung fließen. Das soll auch über 2017 hinaus mit weiteren 3 Millionen Euro abgesichert werden. Und ein ganz wichtiger Schwerpunkt ist uns, die Schulsozialarbeit soll auch 2018 mit gut 47,7 Millionen Euro abgesichert werden. Wir wollen den Streit, ob der Bund oder das Land bezahlt, nicht auf dem Rücken der Kinder austragen. Und deswegen machen wir das jetzt auch über die Legislaturperiode hinaus. NRW ist mit dem Integrationsplan bundesweit Vorreiter. Gibt es auch hier weitere Planungen? Ja, im Frühjahr haben wir mit gut 30 Millionen Euro einen wichtigen Plan aufgelegt. Jetzt wollen wir 2,7 Millionen Euro für die Migranten-Selbstorganisation zusätzlich bereitstellen und nochmal 5 Millionen Euro für die psychosoziale und soziale Betreuung in den Einrichtungen vor Ort. Und ein wichtiger Punkt ist auch im Bereich der Kultur. Das haben wir jetzt ein Projekt mit locker 1,5 Millionen Euro, um sozusagen den Respekt und den Austausch der Kulturen vor Ort mehr zu stärken. Rot-Grün hat im Bereich Klima- und Naturschutz schon viel bewegt. Gibt es auch hier noch weitere Förderungen? Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist die Verkehrspolitik. Dort stellen wir weitere 10 Millionen Euro für den Erhalt von Landesstraßen und nicht über weitere Ausbauprojekte bereit. Der Radverkehr soll mit weiteren 1,5 Millionen Euro gestärkt werden und auch der kommunale Klimaschutz wird mit einem Programm von 2,5 Millionen Euro gestärkt. Also eine andere Verkehrspolitik, Mobilität in den Ballungsräumen vor Ort soll gestärkt werden und konkrete Klimaschutzziele der Kommunen mit konkreten Maßnahmen hinterlegt werden.